Hallo und herzlich willkommen zu einer Forspoken-tastischen neuen Folge von Forspoken. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ja, wir brauchen dringend Balchenharz. Und wir sind stehen geblieben. Die Katze hat uns hier ein Püppchen gezeigt. Und wir sollen uns auf den Weg nach Avoalet machen. Aber wir haben auch eine Nebenquest erhalten. Und zwar von Juhedi. Dass wir eine verlassene Werkstatt in Prenost finden sollen. Und das werden wir tatsächlich als nächstes angehen. Weil, ah ne, erstmal gehen wir nochmal hier eine Runde würfeln. Weil, ja, ich würde gerne die Nebenquests zuerst unterwegs? Erfüllen. Ja, einfach unterwegs, versuch dein Glück doch morgen noch mal. Okay, also wir dürfen hier nicht würfeln. Das ist ja nett. Dann bis bald, wa? Jo. Vielen lieben Dank dafür. Herr von und zu wird. So. Warum bleibst du stehen? Hier ist sie gestorben. Kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Du hast sie gerecht. Gerecht? Ja. Sie war so süß zu mir. Ihr Leben war echt nicht einfach, aber sie war so süß zu mir. Sie hatte so viel vor sich. Den Leuten hier ist klar, wie kurz das Leben sein kann. Sie leben im langen Schatten des Todes, den die Tantas werfen. Mag sein, dass das Kind anderen so viel Wärme schenkte, weil es um seine Sterblichkeit wusste. Sie war so jung. Aber Leute wie ich kriegen 21 Jahre. 21 nutzlose Jahre. Es ist einfach nicht fair. Hey, komm schon. Es gibt so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Ja, klar, was? Was hab ich denn? Eine Katze und ein Strafregister. Wenigstens stirbt in New York niemand wegen mir. Tantas Segen. Wie jetzt? Du denkst echt, dass sie nach dem ganzen Elend und der ewigen Zerstörung noch irgendwen segnen würden? Ja, in der Tat. Sie standen für das Beste in uns. Das Ideal stirbt nicht, nur weil seine Verkörperung entstellt wurde. Frey, ich will dir sagen, dass ich im Unrecht war. Ach was. Ich verkannte dich. Die Menschen haben Angst. Ich habe Angst. Der Rat und ich können ihnen keine Hoffnung mehr geben. Doch vielleicht kannst du es. Ich muss los. Ein sehr emotionaler Start in diese Folge, würde ich mal sagen. Also diese Zwischensequenzen sind immer wieder top, ne? Hallo? Nun, nach Avoalet, hm? Avoalet, okay. Tanta des Rechtes. Ahnderin von Freveln. Ich bete zum Wohl unseres Volkes. Für deine sichere Rückkehr. Na, das glauben wir. Da sind wir auch dran interessiert, auf jeden Fall. Sind jetzt hier neue Dinge dazugekommen? Ja, hier ist auf jeden Fall ein neues Fragezeichen dazugekommen. Das es so noch nicht gab, ne? Oh. Das haben wir nämlich hier noch nicht gemacht. Mörderin! Mörderin! Du hast Babs getötet! Das verzeih ich dir nie! Mörderin! Elef, hör sofort auf! Er hing sehr an seinem Vater, wenn ich mich nicht irre. Aber Mörderin? Meine Güte. Er glaubt, ich bin. Ach man, ey. Also, die Folge fängt ja an. Also, Frey hat's auch echt nicht einfach. Aber ich muss sagen, tatsächlich, ich bin ja immer einer, der so gerne reif und so, ne? Aber ich muss sagen, Reif war gerade sehr, sehr freundlich zu Frey und auch von der Stimmlage her. Also, das hat mir sehr gefallen. Nachsicht. Sein Vater fiel der Verderbnis anheim. Am Ende
war er dann gar kein Mensch mehr. Und ihr, ihr... Stopp. Doch wisst ihr, er muss Vernunft annehmen. Der Junge muss es endlich begreifen. Es gab keinen anderen Weg. Kein. Nein. Ich diente Tanta Brav. Sie ist nicht mehr sie selbst. Daran besteht kein Zweifel. Daher müssen wir nun selbst lernen, abzuwägen, was richtig und was falsch ist. Und auch andere lehren, stets objektiv und fair zu urteilen. Diese Aufgabe fällt nun uns zu. Na, ihm fehlt es offenbar nicht an Überzeugung. Der Kleine wollte dir echt an die Gurgel, was? Aber es war nicht deine Schuld. Es war Pravs. Denk daran. Er ist ihr Opfer, nicht deins. Und wenn wir nichts unternehmen, wird es bald noch mehr Opfer geben. Ach, lass mich in Ruhe. Aber ich finde ich finde tatsächlich Ralf hat hier an der Stelle absolut recht. Also, das darf sich Frey leider nicht so anziehen. Natürlich, also klar ist das... Ach, es ist einfach eine super schwierige Situation. So, wir haben noch einige Archiveinträge dazu bekommen. Und zwar, Olivia, so ein liebes Mädchen. Eines der vielen herzzerreißenden Opfer der Gewalt, die sie Paul heimsuchte. Olivia hatte ihre Eltern verloren, als sie noch sehr jung war, und wusste besser als alle anderen, wie flüchtig das Leben sein kann. Dieses Wissen trieb sie dazu an, jeden Tag in vollen Zügen zu genießen und schnell enge Freundschaften zu schließen. Sie hinterließ einen bleibenden Eindruck, insbesondere bei Frey. Das aber auf jeden Fall, aber auch tatsächlich bei uns, weil sie schon wirklich sehr süß war. Billette, Reue und Erwartung. Die standhafte Vorsitzende des Rates von Cypaul. Obwohl sie ursprünglich Vorbehalte gegenüber Frey hatte, erkannte sie schließlich, dass sie das Potenzial besaß, eine Streiterin fürs Gute zu sein. Die Erleichterung, die der Sieg über Syla brachte, währte zwar nicht lange, aber Billette bemerkte, wie viel Hoffnung ihr geliebtes Volk daraus schöpfte. Sie kam zu dem Schluss, dass Frey womöglich die Heldin sein könnte, die Ethia den Weg in eine blühende Zukunft führen würde, wie es einst die Tantas getan hatten. Ja, vielleicht werden wir ja die neue Tanta, so wie es damals die erste Tanta gab. Elif, Zorn und Groll. Ein enttäuschter Junge, der seinen Vater und seine Lebensfreude an den Bruch verloren hat. Als die Verderbnis über Cypaul hereinbrach, wurde sein Vater zu einem Monster. Ein Monster, das Frey töten musste. Elif sah das grausame Spektakel mit an und ist nun von einem tiefen Hass gegen die sogenannte Heldin von Ethia erfüllt. Er hält den Griff seines geliebten Messers fest umklammert und in seinem Kopf treiben Trauer, Unsicherheit und ungezügelte Wut ihr Unwesen. Ach, das ist aber auch natürlich für so einen Kleinen auch echt schwer, ne? Oh Mann, ey. Katzenhaft, stimmt, das ist ein Twitch-Drop, nur als Erklärung, wieso ich den jetzt plötzlich habe und ihr das halt im Prinzip nicht gesehen habt, wie ich den jetzt erhalten habe, aber, ja, das ist aktuell, nee, es ist kein Twitch-Drop, es ist ein Twitch-Prime-Angebot. Also dieses, Prime-Gaming, ja. Genau. Ein Umhang, dessen Zielgruppe offensichtlich Katzenliebhaber sind. Das mutige Design wartet mit so vielen niedlichen Katzenmotiven auf, dass der Träger sich niemals einsam fühlt. Zwar ist dieses Stück offenbar nicht auf Ethias modischen Geschmack zugeschnitten, aber es gibt genug Katzenfreunde in Cypaul und Umgebung, dass es neidische Blicke auf sich ziehen wird. Das auf jeden Fall. So. Ja, hier hat der Bruch ordentlich gewütet. Wie man sehen kann, die Spuren sind auf jeden Fall erkennbar. Ja, hier ist einiges passiert, ey. Was? Warum haben wir gerade so geglitzert? Was war da los? Was war da los? So, Junonoraps haben wir, Salbenlein und... Blockstein. Oh, sehr gut. Damit können wir doch was ab... damit können wir was hochleveln, ne? Moment. Jawohl. Trefferpunkte können wir hochleveln. Sehr schön. Zack. Zack.
Absolut perfekt. So, und dann machen wir uns doch mal auf den Weg nach draußen. Aber wir gehen nicht nach Avualet, sondern wir gehen zuerst diese Werkstatt suchen. Deswegen verabschieden wir uns aus Sipol. Freys Abenteuer, ein neuer Tag, abgeschlossen. Erfahrungspunkte kriegen wir, das schmeckt uns. Die auf Ordens Karte markierten Orte wurden auf der Weltkarte eingetragen. Oha, wir müssen ein Stückchen laufen. Tiefen der Verderbnis, Avualet. Avualets Burgstadt. Okay, also es läuft tatsächlich so ähnlich wieder. Aber das ist ein Stück, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Was ist denn hier lang? Was ist das hier? Rosenholzquell. Seht ihr den Segensborn aus der Nähe an? Da kriegen wir einen Zauber dazu. Das heißt, wir müssen hier links dann abbiegen, ne? Also hier rüber. Aber das passt. Eigentlich passt das doch, ne? Weil... Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wo ist die Werkstatt? Nochmal hier ist die Werkstatt. Ah ne, okay, es passt nicht. Es passt also nicht. So, wir gehen aber ins Notizbuch. Finde die Werkstatt in Prenost als aktuelle Aufgabe. Und dann machen wir dort an die Stelle eine Schnellreise. Freys Abenteuer, der Lebenssaft der Balche. Der Nebel kommt doch immer näher, ne? Weißt du, Johidi hat nicht Unrecht. Ups. Du bist die Einzige, die es... Nein, kommt nicht in die Tüte. Ich werde niemanden mehr töten. Ich werde nicht noch mehr Elend verantworten. Ich meine ja nur. Nein, klappe jetzt. Es tut mir leid, das zu sagen, Frey, aber ich habe das Gefühl, du bist tatsächlich die Einzige, die überhaupt irgendwas tun kann, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber sie will es nicht wahrhaben, ne? Böse auf mich? Das heißt dann wohl ja. Verzeih, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Aber die Menschen hier liegen dir offensichtlich am Herzen. Manche zumindest. Ich will nicht, dass du dir später in New York Vorwürfe machst. Erstmal müsste ich heimkommen. Wenn Bruchbob nicht überlebt, dann... Du hast recht, das wäre problematisch. Ich finde, Ralf verändert sich gerade sehr positiv irgendwie oder spricht uns sehr... Sehr zu, habe ich den Eindruck, oder? Aber das freut mich tatsächlich. Also, das gefällt mir. Wir müssen eigentlich auch nochmal überlegen, ob wir nicht die Mutanten nochmal legen können. Jetzt auch mit unseren neuen Fähigkeiten. Wollen wir das mal probieren? Ich glaube, das probieren wir mal. Wir gehen mal hier hin zum schnellen Ortwechsel. Meine Güte, das ist aber auch neblig, wa? Ja, komm her. So, dann haben wir das hier schon mal gemacht. Gefahr vorbei. Ja, weil ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Aber man merkt auf jeden Fall, die Welt verändert sich, oder? Also es ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall hier mehr los. Oder war das vorher schon? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Es kann natürlich auch sein. So, mein Freund. Ihr wird alle, hier wird mal ganz kurz ein bisschen durchgeschnetzelt. Jetzt ist ja die Frage, ob das jetzt wohl... Das jetzt wohl sehr effektiv ist. Das würde mich mal interessieren. Wir speichern auf jeden Fall mal hier an der Stelle. So. Und dann laufen wir jetzt mal hier hoch. Bin mal sehr gespannt, ob das jetzt sehr effektiv ist gegen den Herrn.
Nee, ist tatsächlich resistent, okay. Ja, dann können wir auch das hier machen. So, schön von hinten hier. Oh Gott. Okay, also er darf uns tatsächlich nicht ein einziges Mal anfassen, ehrlich gesagt. Das ist sonst ein bisschen kritisch hier. Das gibt's doch gar nicht. Okay, also anscheinend sind die immer noch sehr stark. Aber ich glaube, die sollen wahrscheinlich auch so stark sein, oder? Ich verstehe nicht, weil eigentlich bin ich ja gerade gedodged. Eigentlich bin ich ja eben gerade gedodged. Aber... ja. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist der Djinn einfach noch ein bisschen zu schlecht für... So, dann machen wir aber hier nach Mittelprenost eine Schnellreise und wir suchen dann die Werkstatt. So, und zwar werden wir uns auf den Weg begeben. Und zwar hierhin zum Glockenturm. Wir werden jetzt tatsächlich, ich glaube, bleiben wir auf Fernkampf? Weiß ich nicht genau. Okay, der ist also auch anfällig gegen Flammen. Sehr spannend. So. Ja, man merkt aber schon, wir machen schon echt gut Schaden an den normalen Gegnern. Ja, die Mutanten, die sind halt schon... Die sind halt schon ein bisschen anderer Schnack, ne? Muss man halt mal ganz ehrlich so sagen. Jetzt machen wir hier die Kollegas, glaube ich, auch nochmal. Okay. Nochmal. Nochmal. Ihr blöden Vögel, ne? Komm her, ey. Also von den Kampfrängen ist heute nicht so mein Tag, ehrlich gesagt. Was haben wir hier? Dionit. Okay. Jetzt aber sehr cool, dass wir jetzt so schnell hin und her wechseln können zwischen den einzelnen Magien. Wir haben jetzt ja die violette, die von uns selbst kommt, und die rote. So, dann gucken wir doch mal, was hier so ist. Reif, zeig uns doch mal, was hier so abgeht. Da oben ist ein Fotospot. Sehr schön. Hier ist der Dings. Oh, no, ja, eliminiere den Feind. Ja, und ich glaube, ansonsten haben wir hier wahrscheinlich alles. Ne? Da oben ist diese Burg, wo diese Dings, also wo dieser... Auch ist der Bruch so stark. Habe ich immer noch ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, vor. Ich weiß nicht, warum. Aber, ja, okay. Da bin ich einfach ein kleiner Schissi, ne? Ach, das ist direkt da. Ach, guck mal. Und dann, ja, und danach gehen wir dann auch dahin. Und irgendwie müssen wir ja hier noch zu diesem Fotospot kommen, oder? Das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. So, dann laufen wir doch dort mal hin. Hier ist noch ein bisschen Mana. Oh. Hier sind noch ein paar, ja, Felsengras. Auch wichtig, brauchen wir auch zum Aufleveln. Eigentlich kann man ja fast so sagen, wir brauchen ja fast alles zum Aufleveln, ehrlich gesagt. Also, da haben wir schon ordentlich viel zu tun. Sag mal, wo steckst du? Du, also, das mit den Vögeln, ne? Also, die nerven, weil da so viele sind und ich das dann nicht sehe irgendwie rechtzeitig. Das ist echt bescheuert. Naja. So, dann haben wir jetzt hier nochmal ein paar Buchzombies, die wir ein bisschen schnetzeln können.
Muss ja eigentlich auch mal gucken. Wir haben ja auch hier den rasenden Hieb. Okay. Können wir mal damit das machen. Ist jetzt geklappt? Nee. Hä? Ach, das sind die Dinger. Ah, ja, vielleicht sollte ich das auch, wenn ich das hochlevel, ne, dann sollte ich das vielleicht auch auswählen, ehrlich gesagt. Also, das sind natürlich so Dinge, Jin, da musst du ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, bei solchen Dingen... Das ist der Ort auf Drohidis Karte, oder? Hast du vor, ihr Schmiedewerkzeug zu bergen? Oh ja. Wo wir schon mal da sind. Tja, und ich will mehr über Syla wissen. Und Johidi kannte sie. Hm. So, aber vor allen Dingen, wenn euch sowas auffällt, ne, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also, da kann mal gerne, gut und gerne sein, dass ich da so ein bisschen verballert bin. Ich versuch's natürlich... Hallo. Machen wir mal den hier. Doch mal. Magie, plus 1. Ach, wir haben ja jetzt die Fähigkeit schon, dass wir um uns herum Schaden machen, ne? Das ist ja nice, natürlich. Ach du Schreck. Wie so oft müssen wir uns zunächst wohl um dringendere Dinge kümmern, denke ich. Ja, sieht so aus. Die mache ich glatt. Ach du Schreck. Wieso müssen wir denn jetzt hier 28 Stück haben, ey? Seid ihr bescheuert? Oh, komm schon. Das ist natürlich absolut uncool, was hier gerade passiert, ey. Entschuldigen Sie? Sagen Sie mal. Hallo. Oh. Also, da werde ich jetzt gerade echt ein bisschen Fox Devils Wild hier. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin absolut getiltet gerade. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das tiltet mich ein bisschen, ne? Hallo. Was soll das denn? Wieso sind denn hier auch 23 Stück? Ey, seid ihr nicht ganz... Hallo? Ich sehe noch nicht mal was, ne? Bitte bewegen. Oh Mann, ey.
Boah, da muss ich mich mal gerade ein bisschen konzentrieren, ey. Es tut mir echt leid, dass ich da jetzt ganz so still bin, aber das ist schon ein bisschen heavy, ey. Das schon ein bisschen heavy. Also bisher tatsächlich, eigentlich machen wir uns noch ganz gut, würde ich mal behaupten. Hilfe? Ist gebackt. Einfach ein bisschen festgebackt hier. Ey, sag mal. So, wir müssen jetzt hier... Oh, sag mal. Leute. Die ist doch gleich dumm. Die ist doch dann, ja. Geil. Das hat jetzt funktioniert, oder was? Nein. Geh doch auf die andere. Wie, geh doch die andere an, Frey. Digga. Ey. Das ist gerade super kompliziert, Leute. Ey, es ist wirklich. Das ist. Boah. Geil. Vor allem, wenn man einfach nicht blocken kann, ist halt richtig nice, ey. Muss man ganz ehrlich sagen. So, wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Boah. Das war... Als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht so sicher. Gut. Machen wir uns dann also auf die Suche. Sagt sich so einfach. Alter, diese Karte. Johidi kann echt kacke zeichnen. Kann nicht weit sein. Oh, das war der heftigste Fight, den ich jemals hatte. Also, Junge, Junge. Sieht aus, als wären wir hier richtig. Na, dann mal rein.
Tut mir auch echt leid, dass ich da jetzt ganz so salzig wurde, aber das war super schwer, weil auch dazwischendurch, wenn dann die Kamera so komisch ist, ne, und man ist dann irgendwo in einer Hausecke und dann funktioniert das Anvisieren plötzlich nicht mehr und so, das ist schon nervig und dann wird man da mit den ganzen Feuerbällen eingedeckt und man kann sich einfach nicht bewegen. Das ist schon ein bisschen uncool. All diese Pläne, Waffen, Rüstungen, Schilde. Sie hat all das Zeug für Syla gemacht. Wow, das muss ich jetzt leid tun. Oh, da hat sie aber einiges gemacht, wa? Eine Art Hauptbuch. Und Sylas Krone ist der letzte Punkt auf der Liste. Tja, die Krone haben wir zerschlagen. Ich frag mich, wie Johidi wohl wirklich darüber denkt, dass ihre alte Freundin völlig gaga geworden ist. Gute Frage, ne? Das sind eine Menge Bücher. Metallurgie, Geschichte von Brennost, Militärtaktik, Kunstgeschichte. Sie hat wohl auch früher schon gerne gelesen. Ja, das stimmt. Das sieht wohl so aus, ne? Und was ist hier? Was haben wir hier? Ein Brief. Syla hat ihn geschrieben, bevor sie den Verstand verlor, nehme ich an. Bringt nichts. Das ist völlig unleserlich. Schade. Okay, dann sind wir hier und mal gucken, was wir hier haben. Verdammt, das Zeug ist echt schwer. Die beruhigende Schwere von Odvaha. Schmiedewerkzeug. Johedis altes Handwerkszeug. Obwohl es seit vielen Jahren nicht mehr benutzt worden ist, blitzt das Metall unter der dicken Staubschicht hervor. Das Werkzeug besteht aus Odvaha und seine Handhabung erfordert viel Kraft und Geschick. Johidi bewies, dass sie über beides im Überfluss verfügt, indem sie die Rüstung der mächtigen Tanta Syla schmiedete. Und Johidi hat diesen Mist früher den ganzen Tag rumgeschleppt? Ist sie ein halbes Monster? Das Buch ist dicker als der Einband. Wo habe ich das nochmal gehört? Halt's Maul! Du hast Johidis Werkzeuge gefunden. Reise jetzt schnell zurück nach Sipol. Gib das Johidi, genau. Und das werden wir auch schon mal machen. Und dann in Sipol werden wir die Folge beenden. Müssen wir erstmal hier wieder nach Sipol kommen. Sipol. So, wie können wir denn jetzt ist ja die Frage, wo können wir hier schnell reisen hin? Können wir nicht schnell reisen, ne? Aber wir können hier hin. Ja, schneller Ortswechsel. Auf nach Sipol. Achso, jetzt müssen wir hier natürlich noch eintreten. So, und dann würde ich mal sagen, beenden wir hier an dieser Stelle die Folge und in der nächsten Folge laufen wir zu Johidi weiter und geben ihr Handwerkszeug wieder. Ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei und ich freue mich, dich zu sehen, zu hören, zu lesen von dir und ja, bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag, morgen oder Abend. Bis dann, dein Gin Tonics. Ciao.